Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Opernintermezzo La Serva Padrona oder die Magdalensherrin von Pergolesi. Nun, im ersten Teil unseres Opernintermezzos hat ja Sabina bereits begonnen, die ersten Fäden zu spinnen, die Herrin des Hauses zu werden. Nur Uberto hat das noch nicht so ganz begriffen und versteht die Aufmüpfigkeit seiner Magd noch nicht so ganz. Ganz im Gegenteil, er ist kurz davor, sie rauszuwerfen. Aber Sabina hält an ihrem Plan fest und mal sehen, ob sie sich weiterhin etablieren kann, dass sie ihr Ziel erreicht. Nun, Uberto ist in der Zwischenzeit sowas von aufgebracht und wütend, dass er seinen ganzen Frust und seine ganze Wut ausgerechnet an dem auslässt, der wohl am wenigsten dafür kann, nämlich an seinem Diener, an seinem stummen Diener Vespone. Nun, als Sabina zum zweiten Mal aus der Küche kommt, so wie beim ersten Mal, ist sie noch aufmüpfiger, spielt noch mehr die Nichtverstandene, spielt noch mehr die Beleidigte. Naja, so ganz kommt sie noch nicht rüber oder erreicht noch nicht ganz ihr Ziel. Es wäre ja zu früh, zweiten Teil. Und Uberto entgegnet ihr dann in voller Aufgebrachtheit, dass er sofort das Haus verlassen wird, um sich draußen eine Braut zu suchen. Und wer es auch schon heute, egal ob sie schön ist oder hässlich ist oder intelligent oder nicht intelligent, es ist ihm alles egal, nur um endlich Ruhe vor Sabina zu bekommen. Er beauftragt seinen Vespone, einen stummen Diener, ihm alles zu bringen. Ausgehrock, Hut, Degen, alles was man damals dabei hatte. Aber Sabina kommt mit der Drohung rüber. Nee, dann schließe ich einfach das Haus ab. Jetzt flippt natürlich unser Uberto vollständig aus. Kann man sich ja vorstellen. Nun, inwieweit, dass sich die ganze Geschichte hochspielt, im zweiten Teil möchte ich nicht vorgreifen. Ich kann Ihnen nur sagen, viel Vergnügen im zweiten Teil. Und vergessen Sie, die, wo es nicht gesehen haben, den ersten nicht. Und die, wo es bereits gesehen haben, den dritten Teil nicht. Da wird es noch viel lustiger und viel bunter. Es wird schön, die Geschichte, glauben Sie mir. Also, Vorhang auf zum zweiten Teil. Ihr Kurt Rainer Meisenbacher, bis gleich. Die Kinder wollen, so gut es
tralala, tralala, jetzt ist genug. Du kennst mich, im Zorn bin ich gefällt.